unbedingt Gewitter im Kopf und dann gebe ich euch dummen Affen halt, was ihr wollt. Ich würde sagen, let's go, auf geht's, Leute. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Hey, herzlich willkommen beim neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Heute mal wieder zum altbewährten Format. Coole Idee, aber Tim, mit dem Megafon, wo ist denn die her? Brett reagiert auf euch, ohne Nachrichten, wir haben auf euer Feedback auf jeden Fall. Ihr könnt nämlich nicht schreiben, ihr Analphabeten. Und werden die Nachrichten... Ich schlachte meine Krankheit weiterhin aus wie die Schweine in der Fabrik. Ehre. Und ich als React, Ehre. Und werden die Nachrichten dieses Mal auf jeden Fall weglassen. Ich schlachte es aus. Ja, viel zu erklären gibt's eigentlich gar nicht, ne? Ich denke mal, das Format werden die meisten von euch ja schon kennen. Ja. Der Tim hat wieder sehr fleißig Bilder rausgesucht, die ihr ihm geschickt habt. Und ich... Hä? Ich habe die bisher noch nicht gesehen. Und jetzt werde ich die mal angucken und mal gucken, was dann so... Ich muss den beiden auf jeden Fall kranke Props dafür lassen, dass die auf jeden Fall so reingrinden, Malaka. Die sind durchgehend am Produzieren, streamen momentan sehr viel, machen Videos, Alter. Ich finde das crazy, dass die so einen Hustle haben. Respect that. Schau mal die Bewertung an. Das ist doch gut. Bewertung ist doch okay, oder? Also, nichts dabei. Jetzt habe ich mir hier nur, jetzt muss ich mir die Werbung reinziehen, weil du gesagt hast, schau die Bewertung an. Junge, Jebede, oder was arbeitest du für deutsche Vermögens... genau. Hat wieder sehr fleißig Bilder rausgesucht, die ihr ihm geschickt habt und ich... Hä? Ich habe die bisher noch nicht gesehen und jetzt werde ich die mal angucken und mal gucken, was dann so passieren wird. Wenn ihr auch einmal Teil dieses Formats... Hallo Revi, eine Reaktion auf unser Video kostet ab sofort 10.000 Euro. Scheiße, dann bin ich wohl raus. Huch, ich werde es nicht zahlen. Wenn ihr auch Teil dieses... Dann schlachte ich dich aus wie ein Schwein. Dann schlachte mich aus wie ein Schwein. Lass uns treffen, wir kämpfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram... Hast du gehört, du Blondschopf, du bist hässlich. Das hast du mir schon anders gesagt. Ja. Könnt ihr uns gerne... Oh, hast du dich eingeschissen? Oh nein. Oh nein. Was macht das nur weg? Ich glaube, es ist dein Wohnzimmer. Im besten Fall machst du das weg, Bro. Ja, da hat sich jemand eingeschissen. Also eigentlich du, weil es deine Wohnung ist. Und hops. Einfach okay, sie auf. Einfach sie Wenn ihr auch einmal Teil dieses Formats sein wollt, könnt ihr gerne uns eure Bilder auf Instagram schicken. Und genau, seid dann im nächsten Video mit. Meint ihr, ich kann nur Gisela anzeigen? Meint ihr, es geht, dass ich nur Gisela anzeige? Und ich Jan, also einfach nur, dass ich Gisela die Anzeige reindrücke? Ist das möglich? Dabei. Okay, gut, dann fangen wir direkt an und wünschen euch sehr viel Spaß bei dem Video. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst! Ist die Bratwurst! Tu es nicht. Ja, wer blutet gleich aus dem Ohr? Ja, wer blutet aus dem Ohr? Das hilft natürlich auch, wenn man sich das über das Megafon das Ohr zuhält. Das wäre ungefähr, wenn ich jetzt hier so sitze und über auf dem Kopfhörer läuft laute Musik und ist so. Genau, das hilft, Tim. Du hast es verstanden. Was ist aber in die falsche Richtung. Gisela ist ja nett. Dann geht's perfekt. Jetzt los mit euren Bildern. Revi, du bist hässlich. Bro, what the fuck, Alter? Gib eine Anzeige jetzt. Wenn du das siehst, du bist hässlich. Hässlich? Hässlich? Ja, zieh dein... Mann, Junge! Deine scheiß Katzenohren aus oder hast du einen kranken Tierfetisch? Habe ich, ja. Tims Haare zu wild. Grüße geht raus an meinen Friseur, den ich dann natürlich gerne vermittelt habe. Tim, deutlich besser als zuvor. Liebe dich, Gisela. Halt dein Maul. Ja! Der ist nicht mehr hier. Das kostet Geld. Und Gisela Ross in die Ich weiß, dass er da sitzt, ja. Okay, jetzt kommen wir zum ersten Bild. Ja! Du alte Müllfrau. Warum bist du draußen und nicht drinnen? In der Tonne. Das erinnert mich daran, als wir beim Bonner Hauptbahnhof waren. Junge. Also wenn Gisela ins Gefängnis geht, muss Jan mit. Ja, glaube ich auch, Alter. Der Typ hat eine Anzeige, ist sowas von. Hingegangen sind. Und dann haben wir da Mülltonnen gesehen und da waren so viele Ratten. Ja. Ich hab mich plötzlich so erschreckt. Wir sind dort nur spazieren gegangen. Niemand hat öffentliches Urinieren betrieben. Nur spazieren im nüchternen Zustand. Niemand hat uriniert. Also, wenn du das so deutlich sagst, ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann, Bro. Niemand. Niemand. Außer der. Du Sau. Niemand war betrunken an dem Abend. Nein, niemand. Niemand. Alter, wie lange? Kachbar. Nicht mehr Spiegel putzen kannst du, Kachbar. Alter, diese Ticks werden da so komplett, so komplex, das ist... Hexe. Hexe, ja.
Aber es ist Hexenlauch. Schön. Ist ein schönes Foto. Nein, Hexenlauch. Doch, das ist ein schönes Foto, willst du nicht? Das ist echt ein schönes Foto. Mach die Beine breit. Hör auf, das Pferd sexuell zu belästigen. Das ist mein Job. Ha! Das ist mein Job, sagt er einfach, Bro. Erzähl's uns. Und Revi macht das auch gerne. Was soll denn das, Junge? Das ist ja hier wie in einem Julian Bam Video, Alter. Ja. Leute, hättet ihr mal Bock auf ein Video Tourette als Pferdewirt? Das fände ich, glaube ich, mal ziemlich interessant. Safe, das ist doch wahrscheinlich gar nicht gefährlich. Wie wär's denn mit Tourette kontrolliert ein Atomkraftwerk oder Tourette steuert eine Bohrinsel? Bro, geile Idee. Tourette in der Waffenfabrik. Tourette in einem Panzer. Geile Idee, Alter. Geil. Ich habe ja schon mal ein Video beim Reitstall von meiner Cousine gedreht, aber ich fände es eigentlich mal ganz lustig, wenn du dich da so ein bisschen... So, das ist gerade hier verlinkt, damit Tims Gesicht nicht zu sehen ist. Genau. Und niemand von uns, also weder wir noch die Pferde, sind dabei zu Schaden gekommen. Gut, dann passt das. Bowie, danke für den Zap. Dann nehme ich alles zurück. Ich würde dich trotzdem ungern in einem Atomkraftwerk sehen, Bro. Just saying. Aber mein Arsch war wund. Ah ja. Oh nein, aber das kenne ich schon. Jedes Wochenende kommt London Silver hierher. Nein. Das stimmt nicht, oder doch? Man weiß es nicht. Das ist Rezo mit Bleichmittel auf dem Kopf. Oh, das bringt es richtig schön. Finger weg von der Muschmusch. Ich will, dass dein Gehör platzt. Wir müssen beide behindert sein. Einfach ich, wenn ich was getrunken habe und jemandem Getränk einschütte. Genau das sage ich dann. Ich will, dass dein Gehirn platzt. Wir müssen beide behindert sein. Genau das sage ich dann, wenn ich was getrunken habe und hier nur eine Mische fertig mache. Das bin ich. Warum? Junge. Das solltet ihr zu Hause nicht nachmachen. So kann nämlich, glaube ich, Corona übertragen werden, wenn man fremde Leute am Ohr leckt. Also, Tröpfelinfektion durchs Ohr ist drin. Bei uns ist sowieso, wenn du Corona hättest, hätte ich es auch. Umgekehrt auch, das lässt sich gar nicht verhindern. Mach das zu Hause nach. Leck die Ohren von Fremden ab. Mach das bitte nicht, ja? Wenn ich jetzt schreie, bitte schreist du auch. Bitte schrei nicht. Bitte nicht schreien. Komm hier nicht. Die Kanalschabracke, dich hätte ich geschubst. Das ist in Amsterdam. Ja, das stimmt. Den Tim würde ich ins Schaufenster stellen und wieder abholen, wenn genug Knete da ist. Hm. Krass, was sie mit ihrer Zunge machen kann. Ich glaube, das ist eine schlimme Geschlechtskrankheit im Mund. Perfekt. Perfekt. Leute, was könnt ihr mit euren Zungen? Oh, leck dich. Nein. Frauenfußball ist noch schlimmer als die Paralympics. Ist das die 14-jährige Svetlana, die wir zum Anschaffen schicken? Erst willst du mich dahin schicken, dann schickst du sie dahin. Ja, dich will keiner, nicht mal die Schwulen wollte ich. Ich würde dich nicht anrühren. Das dritte Geschlecht. Katzenfleisch. Das dritte Geschlecht. What a front. Und das ist Hitler in Katzenwiedergeburt. Gut, Ich will mir so gerne eine Katze. Ich sehe es auch. Ich darf hier Haustiere auch halten. Also wenn ich es tue, wird es ein Video darüber geben. Ja, auf jeden Fall. Die Katzen, also ich will dann am besten zwei holen, die am besten so zusammenhängen. Dann möchte ich schon Katzenfleisch. Dieser Blick, Alter. Hab ich es gesagt? Du wirst nie wieder was sagen. Das ist so krass, dass Gisela einfach keinen verletzt. Also außer ein paar Mal beißen. Corona! Corona-Alarm, kein Durchgang. Konnichiwa. Nein, weiter. Ja, Latifa, die Hure steckst dir rein. Alles klar. Das ist Achmed mit der 3-Euro-Hure. Okay, auf Kamera, es war eine 1-Euro-Hure. Die war das mal bestimmt im Nachtflug. Fick dich doch. Ja, selbst deine wilde Katze hat besseres Haar als du. Du bist doch das Spliss in Person. Du bist doch das Spliss in Person. Malaka, was Gisela hier sieht, Alter. Ich weiß nicht mal, was Spliss ist, wie es aussieht. Keine Ahnung, Junge. Krank, Mann. Trainer Lucas, Chillen, Bowie, Sir Official. Danke, Ferrari, für den Gifted Sub. Und Panda und Artyom, danke für die Resubs. Also viele Katzen haben ja, also viele Maine-Coon-Katzen haben ja längeres Haar, aber ich habe mich auch mal gefragt, ob es lange dauert, bis es trocken ist. Wenn die geföhnt werden, sind die Schloss wie so Wenn die Blonde gevögelt wird, dann wird das auch gefilmt. Ich habe geföhnt gesagt. Ariel, die Meerjungschlampe. Das ist Sandra mit Fischgeruch. Ah ja. Ja, heil Satan. Ja. Das war auch schon auf Madeira mit Pushat die ganze Zeit so. Hatte Tim dich schon gebumst? Oh, Tim, willst du drüber reden? Dass er nie aufhört. Alle Rothaarigen sollen Bild von den Haaren und der Muschel
Nee, der ist nur so geschnitten, das ist nur so geschnitten. Tim Schicken, bitte. Bitte! Ja. Der Tim wird hier auch besoffen nicht rubbeln. Ich krieg jetzt den Popschutz ab. Welche Krankheit hast du denn? Ich glaube, es ist fürchterlich. Ich glaube, es ist fürchterlich. Holy shit, Junge. Der Jelly Belly hat den Blick. Du hast Ähnlichkeiten mit Tim, der pinkelt auch gerne ins Waschbecken. Ja, das tut er. Hallo, Hotel Amano, hallo. Oh nein, hat Tim da ins Waschbecken gepisst, Alter. Eine deutsche Bahn, hallo. Oh nein, Tim. Ja, der Tim ist eine Sau. Eine richtige Sau. Was? Ich bin unschuldig, hä? Ich leg jetzt den Popschutz ab. Du Kaninchen. Kachbar! Kachbar! Bilo, Kai, danke für den Sub. Bewerbungsfoto für Bonn 17. Merkel Kachbar! Da steckt ihr rein. Was ist das? Ich glaube, sie wurde zuvor mit Eiern beworfen und danach mit Federn, oder? Das hat man eigentlich das letzte Mal im Mittelalter gemacht. Ich weiß nicht, also... Man, glaube ich, Mittelalter früher so gemacht. Das ist ja fast so wie bei unseren Kochvideos. danach sehe ich auch mal so aus. Ist das dein Sektenmädchen? Ja! Die Gestalt ist hübscher als du. Oh, guck mal, ich habe einen Arsch für Nintendo Switch hingehalten. Sieht aber... Und Tim, wie hat sich's angefühlt? Ich glaube, der hat dich mal im Bootshaus Backstage geknallt, oder? Tim, was machst du im Backstage vom Bootshaus? Habe ich dir das erlaubt, Tim? Ja, ich meine schon. Und die Mutter hat mit der Schubkarre zugesehen. Mit der Schubkarre? Alles ist raus. Das ist Corona-infektionsgefährdet. Bah! Nein! Pack die Zunge ein! Pack deine Zunge ein! Alter! Bah! Boah, ich krieg die gar nicht runter! Ha! Gay! Du bist hässlich! Hier ist die Grenze erreicht! Deine Mutter leck ich auch noch! Perfekt, viel Spaß dabei! In ihrer Schubkarre! Du dummes Huhn! Mädchen, es ist Corona-Zeit, nicht Vogelgrippe-Zeit! Gisela keckt einfach über die eigenen Ticks mittlerweile ab. Das ist so Meta momentan, das ist so crazy. Oh, Frau Amsteuer, Ungeheuer. Oh, Tim, tu die Inzestbilder weg. diese armen Leute, die ganz nett sind, da einfach was hinschicken und sich denken so, yo, keine Ahnung, vielleicht kriege ich da eine nette Reaction. Vergesst das, Leute, vergesst es. Wir haben den Lukas erst kürzlich in seinem Inzestdorf besucht. Ekelhaft, was der macht, ekelhaft. Das ist noch perverser als das, was du mit deinen Eltern tust. Mhm. Alle wissen das. Den in der Mitte hätte ich trotzdem noch geknallt. Und der Tim hätte euch beide 5-mal geknallt. Das ist ja das Ding. Also der Tim, der ist, sag ich mal, sicherlich da jetzt nicht abgeneigt. Das kann man so jetzt bestimmt nicht sagen. Da muss er sich mal reingönnen, ne? Was ist das für ein Video? Gerade die Rechte, die ist nämlich behindert. Die merkt es gar nicht. Weil der Tim hat so einen kleinen. So. Ich leg jetzt den Popschutz ab. Sag's, so, dankeschön. Es tut so weh. Bitte steck ihn nur zur Hälfte rein. Kann nicht mehr in Worte fassen, was da passiert, Alter. Das ist so crazy, Mann. Das ist so crazy, crazy, crazy. Also wirklich, das wird immer krasser, Mann. Für den YouTube-Mitarbeiter, der dieses Video überprüft, erstmal schöne Grüße. Ich will nicht wissen, wo die noch Piercings hat. Gut, Tim wahrscheinlich schon. Tim aber schon. Genau, vorhersehbar, Gisela, langweilig. Oh, geil! Das kann ich. Doch, der Tim ist so untervögelt, der wird jeden bumsen. Auch seine Eltern, ich hab's schon gesehen. What the fuck, Bro? Und dein Hund, du Sau, du hast ihm eine Karotte in den Arsch gesteckt. Was ist hier los, ey? Weil der Hund ist rothaarig. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt auch nicht. Siehst du, Gisela labert nur Sachen, die nicht wahr sind. Das stimmt alles nicht. Vor allem das am Bahnhof. Niemand war betrunken, niemand hat am Bahnhof öffentlich uriniert. Das stimmt nicht. Niemand. Und niemand hat ins Waschbecken uriniert. Lüge. Ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann. Ich weiß wirklich nicht, ob ich ihm das glauben kann, Alter. Oh, das ist ein Affe, oder? Wie ja. Süß. Warum? 5 Euro für jedes Mal, wo ich ihn lecke. Perfekt, ich bin reich. Unterdrück es. Darauf nicht zu wehren. Unterdrück es. Ich bin behindert, hast du einen Knall? Ich bin behindert, hast du einen Knall? In unseren Videos kämpfe ich nicht gegen an. Das tue ich schon den ganzen Tag, wenn ich einkaufen gehe. Stell dir mal vor, das, was ich mit dir mache, würde ich mit fremden Leuten im Supermarkt machen. Ja, das stimmt schon. Eine Frau wollte mich sogar mal boxen, wo ich das im Zug gemacht habe. Oh, also ich hätte sie wollte nicht am Ohr lecken.
aber ich habe gerufen, die Titanic braucht ihre Rettungsringe zurück und da habe ich ihr in die Taille gekniffen bei einer wildfremden Frau. Die war entsetzt und dann ist sie weggelaufen und mir tat es echt leid. Also, falls sie das sehen, tut mir leid. Der Junge ist eigentlich so lieb und jetzt twitcht er wieder. Tut es nicht! Du bist nämlich eine fette Potsau! Tut es nicht! Ich bin voll geil auf diese Alte und ich denke an ihre Spalte. Ganz richtig. Jause, 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 jause. Ja! Oh, ein Eishockeyspieler. Er hat uns sein Bild aus zum Eishockey. Haha, Corona macht euch zu Geisterspielen. So komplex, Mann. So komplex. Wer ist hier der Eishockey-Champion? Du. Obwohl ich schon 3 Kilo-Pies hab, du Opfer. Du solltest deinen Körper überdenken. Ich glaube, du bist zu fett. Ich glaube, der Hund heißt Fatima. Ja. Die Muschi ist rot, nachdem du fertig bist. Alter Junge, was der droppt, der Kerl. Nämlich üble Geschlechtskrankheiten, Mädels. Lieber eine Armlänge Abstand. Ich würde ihn cockblocken. Ich cockblocke ihn auch. Bei mir kommt er nicht rein. Ey, Makarena. Ich tanze wie ein Karneval. Hallo, die Klinik, ich bin Stammgast. Hä? Nein. Hä? Zurück ins Pascha mit dir. Oh, wie süß. Zurück ins Pascha, einfach so eine fremde Frau. Und ich sperre einen Käfig, damit der Tim nicht bumsen kann. Die Katze wird... Ich weiß wirklich nicht, ob das noch Dinge sind, die man verargumentiert bekommt. Das ist wirklich mittlerweile so krank, was da gedroppt wird, Mann. Mehr Möbel im Wohnzimmer haben als ich. Ja, wahrscheinlich stimmt das so. Das stimmt vermutlich echt. So viele Möbel stehen hier ja nicht. Ja, siehst du das? Wir sind uns einer Meinung. Einer Meinung. Hallo, Revi. Nicht mal der kleine Freund mag dich. Warum denn? Was habe ich euch denn getan? Ich unterstütze euch doch mit diesen Videos. Das kommt euch doch zugute, Mann. Bitte. Na gut, ich fahre mir Views und... Ja, ihr habt schon recht. Fick dich doch, das Hundkind. Ich glaube, du bist aus dem Heim abgehauen. Ey, ich bin jetzt 20 Mal beleidigt worden. Auf das Sex-Selfie. Oh, Junge, nein! Jause! Jause, du sagst es. Der Revi wird dich bumsen. Ich habe gehört, der mag Rasterlocken. Das sind alles Dinge, ich habe mal irgendwann irgendwas gesagt, dass ich das nicht unattraktiv finde. Und jetzt wird das hier von Gisela direkt gegen mich ausgespielt. Holy shit, Mann. Handlungsfoto? Hä? Euer Baby, ja. Euer lasst das Kostüm immer an, auch im Sex. Ja. Mann oder Frau? Dem Tim ist es egal. So ist es. So ist es. Tim, lass die Behinderten in Ruhe. Die weiß gar nicht, dass sie mitmacht. Das fand ich so süßes Foto. Ich liebe Schafe. Ich find Tim so richtig lieb. Jetzt kommt wieder irgendwas von Gisela. Er will sie schlachten, umbringen, was weiß ich. Ja, du fickst die auch. Oder das, genau. Warum muss ich alles, was du sagst? Beantworte du es mir. Du bist krank. Junge, 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 Junge. Na, bitte rette mich. Ich will die Alte nicht heiraten. Hab ich dich nicht mal irgendwo gebumst oder habe ich dir einen gelutscht? Ich glaub ja. Alter. Und dann kann deine Frau rein. Okay. Das ist alles gelogen. Wegen dir hatte ich einen Tripper. Wenn du dann lange rausholst und er stinkt. Wenn du deinen Langen rausholst und der stinkt und das auf dem Niveau zu so einem Bild. Junge, Malaka, so schnell schalte ich nicht mal. Ich mal die Orange mitmachen. So, Spaß. Wenn ihr mal Zeit, dass auch ein YouTuber bei euch dabei ist im Format. Genau, hallo, ich grüße euch, wünsche euch einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und ja, auch nochmal ein Dankeschön, dass CEO, ihr Alter. Mit Humor genommen habt. Hat mich sehr gefreut und bitte nicht so beleidigen. Nee, Spaß. Sag mir nicht, was ich tun soll. Aber seine Parodie fand ich echt lustig. Ja, fand ich auch. Schöne Grüße auf jeden Fall. Das war nämlich die Wahrheit. Ich werde hier hinten gepeitscht. Ich werde hier hinten gepeitscht. Das ist andersrum. So Leute, das war's auch schon wieder. Vielen Dank an alle, die uns ihre Fotos oder Videos zugesendet haben. Natürlich. Ja. Falls ihr auch mal bei diesem Format teilnehmen wollt, schreibt uns das gerne in die Chat. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Format. Wenn ihr rote Haare habt, dann schickt ein Bild von der Muschmusch an den Tim. Dieser Running Gag hört nie auf. Tim?
Du weißt. Schreibt uns eure Meinung zu dem Format in die Kommentare. Ich schick auch mal ein Bild. Und eure Nussmus. Wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, schickt uns eure Fotos zu unseren Insta. Ich kann nicht, du verwirrst mich. Also, falls euch das Bubble Video... Bubble Emote, jetzt einmal bitte in den Chat. Dankeschön, danke. Gefallen hat, dann lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr auch mal an diesem Format teilnehmen wollt, dann schickt dem Tim auf seinem Instagram-Profil, das ist hier unten auch eingeblendet, Bilder von euch. Und dann werden wir diese in das nächste Video dieses Formates einblenden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, Leute. Und dass wir uns in einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Eure Moschmosch. Tschüss. Ciao. Alter Schwede, da war aber Gisela wieder auf ganz anderer Tour unterwegs, Mann. Da war aber Gisela wirklich anders am Ballen, wie man sagen würde. So.